KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Tag, wir sind von Hallo. Der Kriminalpolizei. Naseband, mein Kollege Ritter. Sie haben uns verständigt, ja? Ja, Nathalie Meyer. Liegt eine Kindesentführung vor? Naja, ob Tobi wirklich entführt worden ist, das weiß ich nicht. Aber ich hab nach ihm gesehen und er ist nicht mehr da. Sind Sie die Mutter? Nein, ich bin nur die Babysitterin. Ich bin vorhin auf der Couch eingeschlafen und ich war letzte Nacht so lange weg und als ich dann wieder wach geworden bin und nach ihm sehen wollte, da war er nicht mehr da. Ja, haben Sie das ganze Haus schon abgesucht? Ja, natürlich, aber er ist nicht da und ein paar von seinen Sachen fehlen auch. Sind die Eltern schon informiert? Nein, ich hatte gehofft, dass wir das vielleicht erstmal nicht machen müssen. Ja, natürlich müssen wir das machen. Wo sind die Leute denn? Wir sind in einem Wellnesshotel in Österreich. Und die sind heute Morgen ganz früh losgefahren und wollten morgen zurückkommen. Haben Sie eine Handynummer der Eltern? Ja, drin. Ja, kommen Sie, dann gehen wir erstmal rein. Als ich Tobi das letzte Mal gesehen habe, da lag er hier drin und hat geschlafen. Und wann war das? Ich weiß nicht, 21:45 vielleicht. Aber kurz danach bin ich ja auch eingeschlafen. Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar. Und Sie wissen wirklich nicht, wie das Hotel heißt? Frau Scheidler hat es mir aufgeschrieben. Ich habe jetzt überall nach dem Zettel gesucht, aber ich finde ihn nicht mehr. Ja, und das Handy von Herrn Scheidler? Ja, der hat eins, aber er hat es nicht dabei. Ich habe es im Wohnzimmer gesehen. Ja, wir müssen es weiter versuchen. Ich rufe gleich mal meinen Kumpel Stocki an. Der hat auch so ein Hotel. Und Alex soll alle anderen Wellness-Hotels in Österreich durchtelefonieren. Vielleicht sind die Leute da irgendwo abgestiegen. Alles klar. Wie alt ist der Kleine? Knapp 3. Und wann haben Sie genau bemerkt, dass er nicht mehr da ist? Jetzt von einer Dreiviertelstunde, aber ich kann nicht sagen, wann er verschwunden ist. Ich habe ja geschlafen. Ja. Sie haben gerade draußen erwähnt, dass auch ein paar Sachen von dem Kleinen weg sind. Was genau ist denn weg? Ja, Kleidung und Spielsachen, solche Sachen eben. Aber schauen Sie, das ist sein Kuschelhund und ohne den kann er eigentlich gar nicht einschlafen. Wir werden den Kleinen schon finden. Ich rufe jetzt erstmal die Spurensicherung. Sie sollen sich hier ein bisschen umsehen und dann werden wir die Nachbarschaft auch noch befragen. Was kann ich denn jetzt noch tun? Sie fahren am besten nach Hause und wir melden uns, wenn noch was ist, ja? Ich bin so schnell gekommen, wie es nur ging. Also, was gibt's? Hey, bist du schick. Habe ich dich von irgendeinem Date weggeholt? Nein, ich war bei einer Taufe. Gibt's was Neues von dem Kind? Naja, wie man's nimmt. Eine Lösegeldforderung ist noch nicht eingegangen, aber ein Nachbar hat was beobachtet. Und zwar stand den ganzen Morgen über ein fremder Wagen in seiner Einfahrt. Er hat sich dann das Kennzeichen notiert und die Polizei gerufen. Als Robert und Michael da waren, war der Wagen aber schon weg. Okay, wir haben das Kennzeichen, somit haben wir auch den Halter des Fahrzeugs. Ja, Tom Lech, 23 Jahre alt hier. Wir haben eine Kriminalakte von ihm. Er wurde mal mit ein bisschen Marihuana erwischt. Naja, ein bisschen ist gut, war schon ein bisschen mehr. Okay, wir haben seine Fingerabdrücke. Es sollte uns weiterhelfen. Ja, aber erstmal müssen die Kollegen von der Spurensicherung die ganze Villa nach Fingerabdrücken absuchen, dann wissen wir mehr. Michael und Robert waren auch schon bei dem Typ zu Hause, aber konnten ihn dort nicht antreffen. Wäre es denn nicht besser, die beiden würden in der Villa bleiben? Falls eine Lösegeldforderung angeht? Darum kümmern sich zwei Kollegen. Robert und Michael wollen jetzt erstmal zur Arbeitsstelle von dem Typ fahren. Das ist eine Kneipe in der Einsteinstraße. Ja, prima. Was mache ich dann hier? Ihr habt alles im Griff. Ich gehe zur Taufe. Nee, Kollege. Du hilfst mir jetzt erstmal, das Hotel der Eltern ausfindig zu machen. Die sind nämlich immer noch nicht erreichbar. Alex, da war so eine heiße Braut auf der Taufe. Was? Die hast du hier auch. Wo? Tag. Tag. Was darf's denn sein? Nichts, danke. Ich bin von der Kripo. Naseband, mein Kollege Ritter. Wir suchen einen gewissen Tom Lech. Der soll hier arbeiten. Ja, soll er. Tut er aber nicht. Sollte mal wieder nicht erschienen, der faule Sack. Wieso suchen Sie ihn denn? Hat er was ausgefressen? Ja, das wird sich noch rausstellen. Er ist heute also nicht zur Arbeit erschienen, ja? Ja, wieder mal. Seit er diese neue Tusse hat, ist mit ihm nichts mehr anzufangen. Mal hängt sie hier rum, hält ihn von der Arbeit ab. Mal taucht er überhaupt nicht auf. Wissen Sie zufälligerweise auch, wie diese Tussi heißt? Klar. Den Namen kann ich schon nicht mehr hören. Nathalie hier, Nathalie da. Wissen Sie was? Diese Nathalie kann mich mal. Die kriegt ja Hausverbot. Immer. Aber nicht zufällig Nathalie Meyer, oder? Doch, genau so. Kennen Sie die auch? Das kann man so sagen. Der Bericht der Spurensicherung. Der vorläufige.
Die Kollegen haben an der Kellertür Einbruchspuren gefunden. Und im Kinderzimmer? Etliche Fingerabdrücke. Ich denke mal von den Eltern und der Babysitterin. Naja, um das festzustellen, brauchen wir erstmal deren Vergleichsabdrücke. Aber zumindest habt ihr die Eltern erreicht. Tja, das war aber auch ein hartes Stück Arbeit. Gerrit und ich, wir haben uns die Finger wund gewählt, bis wir das richtige Hotel an der Strippe hatten. Was haben die eigentlich gesagt, warum die nicht zu erreichen waren? Der Akku ihres Handys war leer. Das haben die erst gemerkt, nachdem wir mit ihnen gesprochen hatten. Die kommen heute noch zu uns. Wann sind die hier? Ja, so in 2 Stunden um 6. 2 Stunden, okay. Dann fahre ich mit Robert nochmal zur Villa und löse die Kollegen ab. Und diese kleine Nathalie, die bestelle ich da auch direkt hin. Soll jetzt mal erklären, was mit dem Freund los war. Jetzt hör endlich auf zu lügen. Gib zu, dass dieser Tom dein Freund ist. Das ist er aber nicht. Ich kenne keinen Tom Lech. Mensch, Mädchen, das ist doch kein Spaß hier. Dein Freund steht im Tatverdacht. Sein Wagen stand hier vor der Tür, als der Junge entführt wurde. Das haben Nachbarn gesehen. Und der Chef und dein Freund hat zugegeben, dass ihr beiden zusammen seid. Also raus mit der Wahrheit jetzt. Ja gut, Tom war hier. Tom war hier, als es passiert ist. Das stimmt. Und wir sind auch wirklich ein Paar. Aber Tom hat nichts mit der Entführung zu tun. Und was macht dich da so sicher? Naja, als Tobi verschwunden ist, da war Tom bei mir im Wohnzimmer. Wir hatten Sex. Wie bitte? Du hast gar nicht geschlafen? Nein, also ja schon, aber halt mit Tom. Ich hatte ihn eingeladen, ich wollte ihm diese schicke Villa zeigen. Und da kam eins zum anderen, ich habe das ja nicht geplant. Kannst du uns mal erklären, warum du das nicht sofort gesagt hast? Na, das tut mir leid, das ist mir einfach sehr unangenehm. Ich war doch die Babysitterin hier. Ja. Weißt du, wo dein Freund jetzt ist? Nein, wirklich, ich habe keine Ahnung, wo der ist, ehrlich. Oh nein, nein, das sind bestimmt die Scheidlers. Bitte sagen Sie denen nichts von mir und Tom. Ich rede jetzt erstmal mit denen. Wo ist Nathalie? Ich will mit ihr reden. Frau Scheidler, bitte beruhigen Sie sich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Mein Kind ist entführt worden. Warum hat Nathalie das nicht verhindert? Wozu hat man denn einen Babysitter? Sie macht sich die größten Vorwürfe. Bitte lassen Sie uns erstmal sprechen. Ja? Wenn Tobi irgendwas passiert, dann gnade ihr Gott. Na, Schatz, wir haben doch schon während der Fahrt darüber gesprochen. Du musst dich irgendwie beruhigen, okay? Alles wird gut. Nichts wird gut. Wir hätten niemals nach Österreich fahren dürfen. Ich hatte von Anfang an so ein komisches Gefühl, Tobi nachts mit einer Fremden allein zu lassen. Oh, ich bitte dich, Schatz. Nathalie ist doch keine Fremde. Sie hat schon so oft auf Tobi aufgepasst und hat sich immer gut um ihn gekümmert. Und ausspannen mussten wir mal ganz dringend. Das kannst du ja leicht sagen. Tobi ist ja nicht dein Kind. Ja, glaubst du denn eigentlich, ich mache mir deswegen weniger Sorgen? Ich versuche einfach nur stark zu sein. Für uns beide. Du hast ja recht. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Ja, also, der Junge ist gar nicht ihr gemeinsames Kind. Nein. Mein erster Mann ist direkt nach Tobis Geburt gestorben. Tobi ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Natürlich, bis ich Joachim kennengelernt habe. Dann sind Sie wahrscheinlich auch noch gar nicht so lange verheiratet. Nein, erst seit einem halben Jahr. Aber Tobi liebe ich wie mein eigenes Kind. Was soll ich jetzt tun? Okay, vielleicht ist es der Entführer. Gehen Sie ran und stellen Sie auf laut, okay? Scheidler? Ich habe Ihr Kind. Ich bin 50.000 Euro. Die Übergabe wird morgen stattfinden. Morgen erst? Aber was soll denn so lange aus Tobi werden? Er braucht mich doch. Keine Sorge, Ihnen geht's gut. Ich werde dich morgen früh um 10 Uhr. Hören Sie, ich zahle alles, was Sie wollen. Aber tun Sie meinem Kind nichts. Dein Führer hat sich immer noch nicht gemeldet. Das ist gleich 22:30. Alex, der will an seine Kohle. Der wird sich schon rühren. Und Robert ist seit 9 in der Villa. Der sagt sofort Bescheid, wenn irgendwas ist. Ich sag dir, der Freund der Babysitterin steckt dahinter. Der hat ein 1er Alibi. Der war die ganze Zeit mit dir zusammen. Ja, dann hat er vielleicht einen Komplizen. Der Erpresseranruf kam aus einer Telefonzelle ganz in der Nähe seiner Arbeitsstelle. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Natürlich kann das Zufall sein. Michael, der Typ ist verschwunden. Und egal, ob seine Freundin ihn entlastet oder nicht. Die kann auch mit drinstecken. Nein, Alex, die war total fertig. Die hat da nichts mit zu tun, das glaube ich nicht. Das kann gespielt gewesen sein. Er muss es aber nicht. Kann aber. Ja, ist auch egal.
Die Auswertung der Fingerabdrücke, der Abgleich. Ist er durch? Ja, aber in dem Kinderzimmer wurden tatsächlich nur Fingerabdrücke von den Eltern und von der Babysitterin gefunden. Es ist Robert. Robert, was gibt's? Die Geldübergabe soll um 12 Uhr stattfinden. Karl-Orff-Weg, Ecke Sandstraße. Frau Scheidler soll alleine kommen, sonst ist das Kind tot.